Gerold Augustin und Christian Zaschke, Sie haben ein Buch mitgebracht hier, ein Paar, ein Buch. Da ist es im Vorwort, es ist explizit kein Ratgeber, sondern es ist ein Ausflug in die Welt der Paare. Wie kann man sich dann diesen Ausflug vorstellen, wenn es kein Ratgeber ist? Was für uns ganz, ganz wichtig war, war, als wir überlegt haben, dass wir ein Paarbuch schreiben. Wir nennen es witzigerweise auch immer das Paarbuch, obwohl es ja ein Paar, ein Buch heißt. Als wir angefangen haben, das zu konzipieren, da war uns ganz, ganz wichtig, dass wir auf keinen Fall einen Beziehungsratgeber schreiben. Denn davon gibt es erstmal sehr, sehr viele, es gibt auch sehr erfolgreiche. Ob man die gut oder schlecht findet, das ist letztlich Ansichtssache. Wir wollten keinen schreiben, weil wir auch keine lesen und haben uns das sehr, sehr, hätten uns das sehr, sehr langweilig vorgestellt. Das heißt, wir brauchten irgendwie einen neuen Ansatz und den haben wir gefunden, indem wir uns einerseits auf die Spuren von exemplarischen Paaren begeben haben, die also für eine gewisse Tätigkeit stehen. Ganz banal gesagt, Walter Röhrl und Christian Geisdörfer fürs Rallye fahren, das ist jetzt vielleicht nicht das romantischste Paar. Und da gibt es auch also ein paar skurrile Paarungen, die für skurrile Tätigkeiten stehen und auch skurrile Paare, die für sehr bekannte Tätigkeiten, wie die Liebe zum Beispiel, wenn man die jetzt mal Tätigkeit nennen will, stehen. Und dazu gibt es allerlei, eine Art Sammelsurium an Wissen, das rund um die Welt der Paare verstreut liegt. Das ungefähr kann man sich darunter vorstellen. Gut, also es ist kein Ratgeber. Wie kann man sich als Leser denn trotzdem vorstellen, dass dieses Buch einen Mehrwert hat? Also man muss vielleicht einen Tick ausholen. Vor etwas über 2 Jahren ist ja ein Mann ein Buch von uns erschienen, im gleichen Verlag. Und danach gab es eine Frau ein Buch, geschrieben von 2 befreundeten Autorinnen. Und irgendwann eben die Idee, das zusammenzufügen. Ausgehend von dieser Grundidee und dem Bewusstsein, dass man auf keinen Fall einen Paarratgeber machen will, muss man irgendein anderes Konstrukt entwickeln. Eins, was für uns selbst auch amüsant ist. Und so ist das entstanden, dass wir uns gedacht haben, wir begeben uns auf genannte Reise und erzählen die Geschichte von Paaren und erzählen, was diese ausgewählten Paare besonders gut miteinander können. Gibt es da ein Paar, was besonders rausgestochen ist oder das irgendwie für Sie persönlich besonders beeindruckend war? Dadurch, dass 2 Jungs dieses Buch geschrieben haben, sind ein paar Themen ziemlich männlich geraten und die gefallen uns auch. Gut, aber die gefallen uns natürlich, also ganz ehrlich, gefallen die uns auch gut. Also Bud Spencer und Terence Hill machen unheimlich viel Spaß. Die bereits genannten Geisdörfer und Röhrl machen wahnsinnig viel Spaß. Wir haben auch das Gefühl, als Männer, da lernen wir besonders viel. Aber es gibt natürlich auch herrlich romantische Paare. Die Geschichte von Biene Maja und Willi zum Beispiel und anhand der Beziehungen, die Biene Maja und Willi miteinander haben, Platon und die platonische Liebe zu erklären, das ist nicht nur romantisch, sondern auch lehrreich und höchst amüsant, glaube ich. Die Bandbreite der Themen ist relativ groß, von Biene Maja bis zu Rennfahrerpaaren. Wer hat es da in die Auswahl geschafft? Fängt natürlich bei Adam und Eva an, das ist ganz wichtig. Und da muss jedes Paarbuch beginnen. Und geht nicht nur um Liebesgeschichten, sondern Paarbeziehungen können auch ganz anders sein. Das können Geschäftsbeziehungen sein, das können hierarchische, symbiotische. Symbiotische Beziehungen aller Art können es sein, klar. Es kann die platonische Liebe sein, aber natürlich auch, wie die erwähnten Röhrl Geisdörfer, die übrigens mein Lieblingskapitel sind. Das ist ja eine total faszinierende Beziehung, weil Walter Röhrl, der Fahrer, im Grunde oder im Idealfall, wenn dieses Paar perfekt funktioniert, also wirklich symbiotisch zusammenarbeitet, weil Röhrl dann mit verbundenen Augen fahren kann, weil Geisdörfer ihm so genau erklärt, was er machen muss. Also in 30 Meter, 90 Grad Kurve, 2. Gang, 40 km/h, also oder Gas halb oder sowas. Da gibt es ein sogenanntes Gebetbuch, da ist das alles in so kleinen Abkürzungen eingetragen, das sieht wahnwitzig aus. Und das ist natürlich, das ist wahrscheinlich eine Paarbeziehung, die Männer eher faszinierend finden. Dann gibt es aber auch, ich will jetzt nicht da in den großen Klischees natürlich arbeiten, aber die Roosevelts zum Beispiel, Eleanor und Theodore Roosevelt, die haben halt gegärtnert und daraufhin haben sich in ganz Amerika Millionen Victory Gardens, nicht Freedom Gardens, aber Victory Gardens gebildet. Und das Prinzip zum Beispiel haben Michelle und Barack Obama jetzt wieder aufgegriffen und haben deshalb im Garten des Weißen Hauses
lass eine Gemüse anbauen und sowas. Jetzt sind Sie ja selber als Autoren auch ein Paar. Wie hat sich da die Beziehung gestaltet? Wir sind ja kein Paar, wir sind ein Freundespaar in dem Sinne. Wir sind ja beide glücklich mit Damen liiert, die leider heute nicht hier sind. Aber wir haben ja schon mehrere Bücher zusammen gemacht, wie wir heute festgestellt haben. Ich glaube, 5 in den letzten 5 Jahren. Wir sind es also relativ gewohnt, zusammen Bücher zu machen. Und wenn wir öffentlich auftreten, streiten wir uns zwar meistens, aber eigentlich ist es ein sehr, sehr, sehr kreativer Prozess, dass sich das irgendwie aufbaut, dass der eine eine halbe Idee hat und der andere hat dann noch eine Viertelidee dazu. Und so geht es dann im Hin und Her, bis irgendwann das Ganze entstanden ist. Und nicht vergessen soll man den Dritten im Bunde, den Gestalter und Designer Philipp von Keisenberg, der dafür sorgt, dass diese Bücher so wunderschön aussehen. Insofern sind wir etwas mehr als ein Paar, weil es immer einen Dritten im Bunde gibt. Was qualifiziert jemand überhaupt als Autor für solch ein Paarbuch? Hingabe. Ja, den Willen zum Arbeiten, zum Recherchieren natürlich. Man muss, also bei dem Männerbuch, an meinem Buch war es ganz extrem, da haben wir halt mit endlos vielen Experten gesprochen, weil wir nicht erklären können, wie man zum Beispiel eine Boeing 747 landet. Weiß ich einfach nicht. Aber wenn man das dann sich von einem Piloten bis ins Kleinste erklären lässt, alles aufschreibt, einen zweiten Piloten fragt, ob er es nochmal gegenchecken kann und die dann sagen, das stimmt so minutiös bis ins Detail, dann ist es richtig. Und die Arbeit muss man natürlich machen. Aber die kann natürlich sehr, sehr viel Spaß machen. Gut, dann ganz herzlichen Dank für das Kommen. Thank you.